Guten Morgen. Wir fassen hier schon ein Beispiel, wo die Kinder über ihren Internetseite die Möglichkeit haben, ein Formular auszufüllen, an dem sie beschreiben, wie sie hier vergangene Schulwoche gesehen. Dabei sollen sie für alle probieren, eine Selbsterschätzung darüber zu machen, was sie gelernt haben, wo sie noch Schwierigkeiten haben und was ihnen helfen könnte, mit diesen umzugehen. Es handelt sich dabei also um eine Autoevaluation von ihren Lehrprozessen, wobei für in allem auch das subjektiv empfanden ein großes Gewichtung kriegt. War das ihnen besonders positiv oder negativ an Erinnerung blieben, worauf sie hoffrisch, wo sie sie Probleme. Die Formulierung von diesem Questionnaire stammt direkt aus der Praxis heraus von Enseignern, die das durchaus hierdrin ob Probierform genutzt hatten, aber zu der Konklusion kommen sind, dass sind mehr flott für, was sie die Informationen elektronisch erfassen, als stockieren könnten. Wir haben ihnen dadurch mit einer Olefa-Datenbank aufgebaut, die hier ganz viele Möglichkeiten bietet und auch flexibel ersetzbar ist. Ein ähnliches Formular könnte an anderen Schulen oder Zyklen auch mit einer anderen Formulierung aufgebaut gehen, die dem Kontext der Situation an der Vorstellungen von den Enseignern optimal Rechnung drohen. Die Schüler können sich bequem mit ihrem Konto um sich ummelden, das Formular an der Schule oder auch von daheim aus ausfüllen und dann aufchecken. Dann gehen die Formulare an einer Datenbank gesammelt, wo sie automatisch dem Datum nur sortiert gehen und auch dem Schüler nur gefiltert können gehen. Von der Rechte hier wird die Datenbank so angestellt, dass die Schüler das Formular ausfüllen können, aber nicht mehr Enseignern von ihrer Cycle-Equipe so angucken können. Sie stehen hier via Enseignants-Login aber von überall aus zur Verfügung, wo sie Internet tun, sodass sie von der ganzen Equipe auch von überall aus angeguckt können gehen. Auch Berechtigungen könnte je nach Kontext aber auch ernst festgesetzt gehen.